Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Nach dem Marsch. Ich wünsche allen einen wunderschönen Samstag. Ich habe gerade nochmal nachgezählt. Wir machen jetzt weiter mit Kalk. Samstag habe ich gerade besprochen, machen wir zwei Folgen. Um ein bisschen voranzukommen. Lenko geht nicht. Ich war gerade draußen. Sehr schlimm. Achso, jetzt geht er gerade. Ja. Jetzt geht. So, es dürfte bald wieder hell werden, dann können wir auch bei ab 6 Uhr normale Geschwindigkeit gehen. Das heißt mal 5. So leise, ne? Mal so laut, mal so leise. Ich würde ja Klimaanlage anmachen, aber die ist so laut. So ein Rauschen im Hintergrund, das ist auch nicht so schön. Aber die mache ich näher an, wenn ich fertig bin. Näher verarbeiten tue und näher anfangen mit Hochladen. Schon heftig. Heute ist der Rechner erstmal ein bisschen heiß. Anführungszeichen. Wo er arbeiten tut. Prozessor. Aber noch geht's. Und schön. Raps. Wir werden noch nicht alles pflügen, wir werden auch nur teilweise pflügen. Kalk wird reichen. Ja, der auch nochmal läuft. Wie gesagt, Samstag werde ich mal zwei vormachen, probieren, wie es ankommt. Bitte mal vor, was geht. Der Mais dürfte heute noch das zweite Mal wachsen. Jetzt gehen wir auf 5 zurück. Das ist hell genug. 5 auf 5. Haben wir die Nacht geschafft. So. Ich kann noch mitmachen hier. Okay. Dann werden wir uns gleich den Allrounder-Flug nehmen. Arbeiten hier. Der Unkraut ist auch schon gewachsen, den sehe ich gerade. Aber das Gute, das können wir nachher bald düngen, weil das Mais bald wächst. Und dann knallen wir hinterher Unkraut hinterher. Nicht hinterher. So. Haben wir alles normalerweise? Kurze Kontrolle. Jupp, das ist gut. Das gehört uns nicht.
können wir uns aktuell nicht leisten. Wäre auch dann nur Bauland, also. Das wäre nicht so teuer, aber wie gesagt, Bauland. Hier werden wir jetzt flügen, und zwar da ist ja der Stall. Wir werden uns hier ungefähr orientieren und dann die Ecke mitnehmen mit dem Gras. Mit dem Gras. Das düngen wir dann auch gleich. Weil sie kalten. Wir wollen ja was ernten, ne? Auch wenn es nicht so groß ist, könnte man hier auch so eine ideale Fläche für Kleinigkeiten, ne? Wie hier zum Beispiel Möhren oder Zwiebeln. Aber da haben wir aktuell noch keine Geräte für. Und das finanziell würde sich das nicht lohnen. Aber so eine Fläche wäre ideal, also so ganz kleine Flächen. Da kann man hier mal schauen. Hier 30 ist glaube ich eine Wiese. Aber so kann man hier auf 26 zum Beispiel oder auf 17 ist eine relativ kleine Fläche, relativ klein. 11 ist relativ klein, da kann man sowas anbauen. Und den fahren wir erstmal. Und wir werden den Kühen mal Wasser geben, die waren nämlich durstig. Durstig. Und da wir den Traktor gerade so frei haben, in Anführungszeichen. Mit LKW kommen wir nicht rein in gute Schuppe hier, das ist zu hoch. Aber das wäre ein guter Platz für hinter der Halle für eine, weiß nicht, Dünger oder sowas. Da kann man gut hinbauen. Leer. Hat noch nicht voll gemacht. So, jetzt mal gucken. Ist halt nur ausgewachsen, das ist eine Stufe 2. Müsste eigentlich. Gras sieht gut aus. Orange war richtig reif. Da ist erntereif, 13 ist erntereif. Da haben wir 13 ernten, ne? Der Traktor ist bald ein bisschen groß für den kleinen, Tor. Der Moon. Oder haben sie noch? Wir gehen auf 1, nicht ahn Schlimmes. Das finde ich hinterherkommen. Siehst du. Dann haben sie hier Wasser. Naja, nee. Lassen wir so stehen. So. Wir werden mal die Ernte vorbereiten. Das ist eine Stufe weiter. Können wir düngen. Ja, noch mal kurz laden, düngen, Feld 2.
Ich wollte das eigentlich mal sortieren. Eigentlich. Ja, was ist denn nun? Hat doch einen Punkt. Ach nee. Ja. Warum ist das jetzt so schwer? Nochmal löschen. Düngefeld 2. War da noch ein anderes Feld gespeichert? Wirklich, ne? Gut möglich. Gut, okay, egal. Mal sehen, zum Mitretter gehen. Können wir ja auch Gras machen. Reif ist, dann mal anfangen, ne? Das ist jetzt genau rechts rum. Zeit habe ich nicht gedrückt, das ist natürlich ungünstig. Jetzt weiß ich nicht genau, wie lange das ist. Oh je. Und jetzt ein Schuss ins Blaue, ne? Werde ich mal näher die Folge beenden. Weil kalten ungefähr, hat ein bisschen gedauert. Wasser geben. Ja. Könnte die Zeit rum gewesen sein. Mal einen Schuss ins Blaue. Wir bereiten die Ernte vor. So. Machen wieder. Schubsi. So. Einklappen. Und ausklappen. Das hier mit Cosplay abfahren wäre so kompliziert oder so schwierig. In Anführungszeichen. Weil einmal wegen Deich und wegen Graben. Müsst ihr mal schauen. Müsst ihr das erste Mal nicht selber abfahren. So, Ernte. Planen wir Erntefeld außer mit Ernte. Einstellen. Lassen, wir wollen Stroh haben. Gut, das war gedüngt, kein Unkraut. So. So, liebe Leute der Landwirtschaft, das soll's heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like und ein Abo. Ich sage mal danke. Dann seid mal Tschüss und winke winke. Bis zum, hoffentlich zum nächsten Mal, ne? Bis zur Folge 2 Samstag, ne? Bis gleich. Ciao, ciao.